Ja, moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge und ja, wir haben in der letzten Zeit sehr viel chaotische Dinge hier erlebt und gerade so das Aufwerten von den verschiedensten Dingen, egal ob die Basis an sich oder die Waffen oder die Rüstung, das hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen und irgendwie wurde nicht so wirklich fertig. Jetzt kommen wir richtig gut voran. Also die Rüstungen sind soweit alle fertig. Wir haben ein paar richtig gute Helme dabei. Rüstungen noch nicht so viele. Da müssen wir auf jeden Fall, beziehungsweise noch nicht so gute, da müssen wir noch aufwerten auf Minimum Marine, würde ich sagen. Und dann sind wir da auch gut bedient. Allerdings haben wir mit Heilermilchserum und dem Reanimator, dem Resurrektormilchserum hier wirklich sehr, sehr gute Items bekommen, die wir hier irgendwo auch mal sichern sollten. Aber, naja, mal gucken. Vielleicht lassen wir es auch erstmal einfach drinne. Warum hier ein unfertiges Impulsgewehr drinne ist, keine Ahnung. Das erschließt sich mir nicht so ganz hier. Wenn ich das jetzt kaputt mache, wird wahrscheinlich das so nicht funktionieren, wie ich das haben möchte. Aber das können wir später fertig machen, weil wir brauchen sowieso noch eins. Das könnten wir aber theoretisch dann auch so machen, dass wir eins herstellen und sagen, dass das nur Asai machen kann. Dann wird auf jeden Fall das genommen aus dem Lager. Das können wir machen. Und da wir nur eins angegeben haben, wird das dann auch fertiggestellt. So, weil dann eine Zocker-Kitty braucht ja auch noch eine. So, jetzt wird es interessant, denn wir brauchen Bauteile, Stahl, Plastahl und Gold. Ich weiß nicht, ob wir Gold haben. Doch, da. Wir haben ein einziges Goldstück. Ein kleines Goldstück. Das heißt, wir müssen auch jetzt losgehen und verkaufen. Ich denke, wir werden uns jetzt erstmal von Dings fernhalten. Haben die eigentlich die Trumbo-Dinger angezogen hier? Hemd aus Trumbo, Hemd aus Trumbo. Yo, sehr gut. Ja, müssen wir heute ein bisschen verkaufen gehen. Und uns Gold kaufen. Das können wir gleich nebenan machen. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie nach Bagdad reisen. Aber das machen wir mal eben mit Arnik. Der hat der hat eine Wurminfektion, was ich nicht so geil finde. Gold ist sehr leicht. Das heißt, wir können das eigentlich sehr einfach bezahlen. Nehmen wir mal so, ja, 2000 mit. Okay, scheint doch schwerer zu sein, aber er kann ja auch hier auf einen Dromedar reiten. Dann geht das schneller und dann machen wir das so. Und dann hat er genug Geld dabei und kann eigentlich Gold einkaufen gehen. Ich würde sagen, das machen wir. Jo. Dauert auch nicht lange, ist ja gleich da. So, haben wir das schon mal soweit fertig. Weil das fehlt uns. Wir haben Plastahl, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Hier können wir übrigens auch Uran eigentlich einlagern, oder? Da haben wir überhaupt Uran. Ja, Uran wird hier auch eingelagert, gut. Ah ne, Uran haben sie hier eingelagert, die Schlawiner. Das geht natürlich nicht. Auf jeden Fall, unsere Aufgabe heute wird sein, vorankommen. Dass wir hier Arnik auf jeden Fall mit den Teilen ausstatten, bionischen Marken, weil der kriegt ständig Wurminfektionen. Ich weiß nicht, was der für eine Scheiße frisst die ganze Zeit. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise, aber die ganze Zeit kriegt der Wurminfektionen. Der muss doch irgendwas essen. Ich weiß nicht, was der futtert, aber nein. Arnik, hier, Lebensmittelvergiftung. What the? Nee, gut, das war jetzt wegen dem Koch hier. Aber trotzdem, der hat ständig was mit dem Magen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Der kriegt jetzt einfach einen bionischen Magen reingedrückt. Und dann kann er mich mal. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich einfach nur noch. So, wir brauchen Gold. Gold, Gold, Gold. Da haben wir Gold. So. Wir können uns richtig viel Gold leisten. Das ist gut, weil ich hatte jetzt auch nicht vor, das irgendwie noch ab der 151. Das wird lange reichen.
haben auch ein bisschen Ruf bekommen. Das ist auch noch ein netter Nebeneffekt. Jetzt geht's wieder zurück und wir haben das Problem gelöst. Ja. Das kleine Problem haben wir gelöst, aber... Ja, hier haben wir jetzt Stahl. Und wir haben richtig viel Stahl schon, 1800. Und das ist halt richtig heftig, wie schnell Sophia mit den beiden Bohrarmen hier ausgräbt. Lustigerweise hat sich RimWorld dafür entschieden, das nur für Menschen zu machen. Und ja, der unfähige Koch treibt weiterhin sein Unwesen hier. Ja, tut mir ja leid, aber Zocker Kitty muss das lernen. Es geht nicht anders. Wer Arnik hat das? Egal. Hier ist irgendwo ein Schnitter unterwegs. Ich habe gerade so einen Schnitter gehört. Max, wo ist der Schnitter? Da. Weil der hat nämlich noch ein bisschen Energie und ich will, dass das auch so bleibt. Nee. Gut. Impulsgewehr ist auch fertiggestellt worden. Hat er. Das ist sehr gut. Dann kriegt Zocker Kitty nämlich noch eins, ja. Und dann haben wir schon mal, was das angeht, alles hier modernisiert. Sehr schön. Wenn ich die Waffe jetzt auch finden würde. Da. Ist leider eine normale geworden. Aber trotzdem. So, hat auch eine normale. Ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Gut, haben wir auf jeden Fall das schon mal aufgewertet. Ich würde gerne noch einen Charakter haben. Ich denke, da machen wir Tesla zu. Ich weiß nicht, was Tesla werden wird, wenn er Fernkampf als... Oh, Arnik. Ja, Arnik liegt flach. Todesschlaf, Erschöpfung. Arnik kann nicht laufen. Ich kann den da auch nicht reintragen. Ja, egal, ich muss mich dann vorüber bewegen dann. Das ist zwar jetzt nur eine Kleinigkeit. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass hier zum Beispiel einfach dabei steht, was uns fehlt. Also zum Beispiel, wenn Gold fehlt, dann können wir das einfach so rot markieren. Dann wissen wir sofort, aha, Gold müssen wir zum Beispiel besorgen. Ne? Das ist eine Kleinigkeit, ich weiß, ne? Meckern auf hohem Niveau. Aber wäre halt ganz cool eigentlich. Außerdem habe ich mir überlegt, dass wir eventuell auch mal so ein bisschen... Action machen können hier, dass wir die mal angreifen. Aber das sind halt immer so viele. Deswegen, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Naja, werden wir uns mal überlegen. Da müssen wir halt weiterhin aufpassen, dass wir mit denen immer grün sind. Weil die sind echt gefährlich. Die sind gefährlicher als alle anderen. Weil das sind alles Neandertaler. Und Neandertaler sind richtig übel. Naja. Egal, auf jeden Fall wollte ich hier vielleicht mal irgendwann angreifen. Weil ich denke, das könnte ganz cool werden. Müssen wir mal gucken, da haben wir glaube ich noch nicht genug Leute für. Ich habe hier gerade ein Angebot bekommen für 3 Heiler-Mechseeren. 3 Stück. 3 Stück. Wenn jeweils 3 Angriffe, wenn ich 3 Angriffe schaffe mit 25 Schnittern. Nein. Ich weiß, das Angebot klingt gut, weil 3 Stück. Aber das hier, selbst mit den 5 schweren Bogenschützen, ja, die wir zur Verfügung bekommen von den Fluthaken, was dann alles. Aber das ist wieder 5 Bogenschützen von einer Fraktion, die gute Nahkämpfer sind. Nee. Nee. Selbst damit nicht. Das sind 25 Stück. Das heißt, wir müssen einmal eine ganze 25 Stück müssen wir hier abhalten. Also ein Überfall würden wir schaffen. Wahrscheinlich. Aber nicht 3. Nee, nicht 3 Stück. Also sorry, aber no. Das geht überhaupt nicht. Apropos Arco-Nexus, wie sieht es denn damit aus eigentlich? Ein Bündnis mit der Fraktion Orium. Haben wir doch, oder nicht? Sind wir mit denen nicht mehr Bros? Oder? Ne, neutral mittlerweile.
Ach, weil wir so viel von denen verlangt haben, wahrscheinlich, ne? Ja gut, dann müssen wir denen mal wieder Drogen irgendwie zuschicken oder so. Wir bauen ja gerade hier einige. Dann geht da schon das Staubmäntelchen. Wie auch immer, da kriegen wir sicherlich ein paar fertig. Und das finde ich halt auch so cool an den Bisons, ne? Die machen Bisonwolle. Und damit kann man halt auch super viel machen. Aber das Problem ist eigentlich, dass wir nur einen haben. Ich wollte den die ganze Zeit, will ich noch einen haben. Ich warte da schon die ganze Zeit drauf, aber wir finden einfach keinen. Und Wildtiere kannst du ja eh vergessen. Da gibt es nur irgendwelche beknackten Sträuße hier, die ganze Zeit rumnerven. Kann man damit auch nichts anfangen. Ne, laufen hier rum, fressen das Zeug weg. Da. Will den gleich mal zeigen, wer Boss ist hier. Wobei er hat jetzt schon mittlere Schmerzen. Drück dir mal was. Und jetzt machst du den. Komm, du hast einen Go-Juice-Rausch. Jetzt musst du richtig. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber. Ja, doch. Das lief ganz gut. Jetzt hat er leichte Schmerzen. Okay. Ach ja, stimmt. Minus Schmerzen. Das ist ja das Gute an Go-Juice, dass er die Schmerzen runtermacht. Mitunter. Wobei Schmerzen natürlich auch einen Sinn haben, deswegen. Nicht immer, glaube ich, so gut, aber naja. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, dass sie ständig mein Futter weghauen, deswegen. Aber uns geht es eigentlich soweit hier ganz gut, ne? Wir bräuchten vielleicht noch einen Agrarhelfer. Nein, nicht noch einen Agrarhelfer. Wir bräuchten einen, der noch Sachen hier schleppt. Der Lastenheber. Ich glaube, der schafft das alleine gar nicht. Wir haben so viel Giftmüllpakete schon. Ach, hier stimmt, wir wollten den. Oh, ich weiß, was wir machen wollten. Oh mein Gott. Ich habe das völlig vergessen. Sobald die aufwachen, können wir das machen. Wir wollten den anderen Boss holen. Das machen wir. Das machen wir. Und Tesla ist jetzt ebenfalls ein Kind, bleibt natürlich ein Kolonist und wird jetzt hier rausgehauen. So, dich werfen wir jetzt hier raus, ne? Zack. Und schon haben wir einen neuen Kolonisten hier, der uns aktiv helfen kann, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber das wird wahrscheinlich nicht so viel sein, was er machen kann. Aber hey, er kann putzen, er kann Sachen machen, so ein bisschen sich um alles kümmern, was liegen bleibt. Ja, schon okay. Wir müssten aber eventuell mal kurz ein Kinderhemd und so machen. Kinderparker. Genau. Nur eben so. Das hat nicht für das eine Hemd gereicht mit dem Trumbofell. Na gut. Ist halt so. Können wir jetzt auch nichts machen. Sophia geht's gut. Die hat sich schon wieder erholt. Oh ja. Das ging echt schnell. Also Immunisierung ist wirklich brutal bei den Leuten. Diese 150%, die sind echt genial. Also, wenn ihr euch was aussuchen könnt. Na, wobei, das ist schwierig zu sagen, was besser ist, ne? Weil durch die Wunden werden sie schneller wieder, durch die Wundheilung werden sie schneller wieder nützlich für uns und können, ne? Also hat beides so sein. Effekt. Ich lasse das mal eben zu Ende machen, das Bein, pflanze das und den Magen in Arnik ein, warte, bis er wieder nicht mehr schwummrig ist und dann würde ich sagen, machen wir den Gegner, weil es bringt halt schon, ne, einen Vorteil. Und ich denke, so lange sollten wir auf jeden Fall warten. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe ihn aus Versehen das andere Bein amputiert. Jetzt habe ich ein Holzbein gegeben erstmal, damit er überhaupt ein Bein hat. Aber er hat einen Magen, er hat noch ein verbessertes Bein, er wird wahrscheinlich so roundabout 100% sein.
Aber ja, ist ein bisschen scheiße. Jetzt muss ich noch ein bionisches Bein fehlen machen. Ich meine, ist nicht schlimm, weil ich habe sowieso vor, hier ein paar mehr Hightech-Bauteile zu machen. Aber ist halt trotzdem scheiße, ne? Egal. Der erholt sich hoffentlich relativ schnell. Und dann werden wir gleich den anderen Typen da rufen mit der Mechbandschüssel. Und dann werden wir hier ein bisschen Stress machen. So, gucken wir mal eben, wie viel wäre das eigentlich? 5 Schnitter, 6 Militor. Ja, der belebt die halt wieder. Deswegen ist das gar nicht mal so angenehm. Wir können aber uns das Ganze ein bisschen vereinfachen. Und zwar, das hier ist ja so der Endstand, sag ich mal so. Dann können wir uns das hier so ein bisschen angenehmer gestalten. Allerdings verarbeitet wieder keiner die Sandsteinblöcke, was mich ein bisschen nervt. Wir haben 152, das ist viel zu wenig. Gut, dann machen wir es erstmal anders. Machen wir es erstmal so. Nehmen wir erstmal die Kleinigkeiten. Soweit fertig. So, und da kommen jetzt die Fallen dann hin. Leider wird das halt so nichts werden. Ist wahrscheinlich. Gut. Das müssen wir vorbereiten. Wir könnten auch noch Geschütztürme bauen, aber ich will es eigentlich nicht übertreiben. Weil das gibt, glaube ich, sowieso eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungsmöglichkeiten. Wir könnten ihn auch rushen. Also im Sinne von, dass wir die Gegner hier durchlaufen lassen und während er noch ganz hinten ist, könnten wir ihn dann ganz schnell mit den Nahkämpfern angreifen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir auch gut vorstellen könnte. Wir können ja erstmal alle so ein bisschen, bis auf die Kinder, können wir mal eben kurz ausrüsten hier, beziehungsweise schon mal. So. Bin die schon mal vorbereitet. Und dann rufe ich den gleich. Aber ich würde sagen, wir können anfangen. Er hat noch ein bisschen. Ja, ein bisschen ist er eingeschränkt, aber nicht wirklich stark. Dementsprechend würde ich sagen, geht das schon. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten, weil ich glaube, das könnte unter Umständen ein Problem werden. So, dass wenn dann irgendwie irgendwas gleichzeitig passiert oder so. So. Der Apokrit wurde herbeigerufen, er kommt gleich. Wir können schon mal schauen, was wir so für Möglichkeiten haben. Wir haben auf jeden Fall Berserkerlanzen, das ist gut. Wir haben Blutstillen. Die Leute sind also hämogentechnisch haben wir hier auch einige Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir konsumieren auch nochmal ein Hämogenpaket, vorsichtshalber. Damit die halt voll aufgeladen sind. Zockerkittys Hinterhose. Okay, ist nicht so schlimm. Und da ist er. Da oben ist er. Genau, eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall machen können. Das machen wir jetzt. Perfekt. Wir haben ja Granaten. Und jetzt können wir den schon mal so ein bisschen anschwächen. Wenn wir den treffen, das wäre gut, wenn wir den treffen können. So. Ah, jetzt greifen wir doch schon an. Okay, das geht anscheinend nicht. Also Mörserangriff nehmen die. Da sind sie auch anscheinend
so ein bisschen anders drauf. Gut. Das mögen sie einfach nicht so. Das ist der erste Schnitter und der zweite Schnitter, den habe ich hier doch irgendwo hingelegt gehabt. Da. Ja, und der muss auch mal eben her. Was soll denn die Scheiße? Ach, weil der, ach so. Okay. Können wir aber schon mal mit denen eigentlich. Den können wir eigentlich nach draußen gehen und den angreifen. Ich hatte sowas geahnt. Genau das hatte ich geahnt. Genau das wollte ich eigentlich, deswegen wollte ich nicht warten. Yo. Das ist eine riesige Gruppe. Das packen wir nicht. Selbst wenn wir jetzt nicht diesen Angriff hier vorne hätten, würde das wahrscheinlich. Wobei, wir müssen uns Hilfe holen. Wir haben, glaube ich, keine Verbündeten aktuell, oder? Doch, wir haben eine. Wir haben mit denen, den könnten wir einmal fragen. Oh, das müssen wir auch. Und zwar, na. Nee. Kannst du bitte aufhören, da wie eine Oma hinzu? Danke. Da kommen sie auch schon wieder. Wobei ich möchte gerade nicht ins Kreuzfeuer geraten. Vielleicht können wir es so doch noch rumreißen. Ich habe keine Ahnung. Doch, er ist down. So, wir haben es geschafft mit dem. Ein Sieg. Aber das heißt ja nichts, ne? Greifen sie hinten noch einen an. Wir müssen gucken, ob wir eben mit zwei, denen es gut geht, ganz schnell. Nee, sind alle angepisst. Ist egal, aber mit den Kindern kann ich leben, wenn die angepisst sind. Die haben ja sowieso eine beschissene Kindheit. Scheiße, die greifen an.
Na, die fliehen. Aber wir haben hier zumindest schon mal ein paar angeschwächt. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr, ne? So abgrundtief. Ich muss an alles denken, wirklich. Jetzt packt er die scheiß Drogen rein. Und da können wir jetzt hinschießen. Weil sonst haut der jetzt nicht schnell genug ab. Greifen jetzt an. Gut, dann müssen wir gleich gucken, wie wir das machen. Ja. Der Angriff, den muss ich in einer anderen Folge zu Ende machen. Das wird dauern. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja mal spekulieren, was draus wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüdelü.